Folge Nummer 48 von Cities Skylines mit dem DLC Snowfall und das Ganze im Berchtesgadener Land. Ja, wir waren letztes Mal hier an dieser Kreuzung und da war was. Wir wollten diese Symbole alle nachgucken, genau so war es. Und hier war tatsächlich Feuer und ja, das Feuer können wir jetzt mal rauslöschen. Und hier war dann die Überlegung, brauchen wir da noch eine Feuerwache, ne? Das sieht jetzt hier gerade wirklich tatsächlich nicht so dolle aus, ne? Da ist eine, aber die fährt hier nicht mehr in die Straßen rein, ne? Ist die Frage, wohin, ne? Aber die würde jetzt auch, doch, die würde noch weiter reinkommen, aber... Ja, ja... Hier hätte sie jetzt schon die Probleme, bis dahin hinzukommen. Hier wird es dann gehen. Achso, die Straße geht da drunter her, okay. Geht auch bis da hinten hin dann. Wenn ich sie hier hinkriege, habe ich ja doch ein ganzes Stück gewonnen. Ja. Hier würde die Sackgasse noch relativ weit bedient werden. So, da wäre es wahrscheinlich bis fast zum Ende. Hier ist gerade sowieso ein Haus. Ich tendiere dazu, das hier irgendwo hinzubauen. Wo muss denn am wenigsten abgerissen werden? Wahrscheinlich hier, ne? Drei Stück. Da sogar? Ne, da ist schon dann das da auch noch. Hier sind es dann nur noch zwei. Dann bauen wir da mal eine Feuerwache hin. Ja, bis hierhin geht das so. Okay, mehr geht halt nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte jetzt hier nach den Symbolen erstmal weiterschauen. Ne? Da. Hier fehlen Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Das heißt, hier müssten mehr Arbeiter hin. Schnee ist klar. Räumfahrzeuge müssen aber auch irgendwo hier langfahren eigentlich. Hier werden irgendwelche Leute nicht abgeholt. Ist jetzt aber auch nicht so, weil nur einer. Hier könnte man noch ein paar Häuser wegreißen, damit die wieder neu gebaut werden. Ah, da ist schon... Ah, das sind, weil die Leute keine Arbeiter haben, die Firmen. Deswegen stehen die irgendwann leer. Okay, da waren wir. Aber hier ist jetzt... Wo die Schneegeschichte. Was haben wir da für ein Symbol? Bagger aus, was ist das? Nicht genügend Verkaufswaren, okay, da ist Import-Export nicht vernünftig. Da auch. Das gibt's da auch nochmal. Ja, keine Ahnung, was haben die denn für Waren da im Laden? Heimwerkermarkt. Heimwerkermarkt. Alles Heimwerkermärkte, die das nicht haben. Neptun Medienmarkt, okay. Aber das ist wahrscheinlich auch der nächste, das ist ein Heimwerker. Aber Neptun Medienmarkt, ne, passt schon. Ja, das können wir jetzt nicht regulieren noch. Das passt. Hier ist auch noch sowas. Hier ist ein Haus, das wir abreißen können. Ja, überall gibt es so einzelne Gebäude, die keine Ware haben zum Verkaufen. Ist halt so. Dann muss ich anderes Gewerbe da anschließen, ne? So, jetzt müssen wir hier gucken. Da waren wir schon.
Hier sieht das ähnlich aus. Hier hinten haben wir die Serpentinen gelegt und hier unten müsste Schnee geräumt werden, aber sonst weit sieht es eigentlich ganz gut aus. Da gibt es ein Feuer. Wie sieht es hier mit Feuer aus? Ganz schlecht. Ja. Haben wir nirgends sowas für Feuerwehr freigelassen? Da ist eine Brücke, okay. Hier bringt es gerade sowieso nichts. Also wenn, dann wäre es hier irgendwo zu machen, ne? Eigentlich eher hier. Einzugsgebiet ist natürlich nicht so bombig, ne? Aber man muss hier unten ja auch was machen, oder? Da oben gibt es keinen Strom. Da liegt da das Problem. Da ist Industrie, hier unten ist Kommerz. Wie sieht es hier mit dem Erdöl aus? Okay, ist da noch voll drin. Das bedeutet, um da Strom hinzukriegen, musst du hier noch ein paar Sachen machen wahrscheinlich. Ist zwar gerade nicht verlangt, aber vielleicht mal Glück und da baut einer. Ja, da ist schon was näher gekommen. Jetzt muss hier noch irgendwo einer hin, dann geht's, oder? Was sagt denn Windrad hier hinbauen? Oh, da geht was. Und sonst bauen geht da aber auch, ne? Geht denn da ein Windrad hin? Ja. Dann bauen wir doch da ein Windrad hin, oder? Da kommt doch der Strom dahin. Dann freuen die sich mit dem Kommerz. Gut, okay. Ja, was machst du gegen diese Warengeschichte, ne? Warum? Ja, da muss der Import-Export ja nicht passen, ne? Verschmutzung? Wo war denn jetzt hier ausgehende Verbindung? Import Ölprodukte, Erzprodukte, Waldprodukte, Agrarprodukte, Waren. Die kriegen Waren. Aber was wollen die denn importieren? Das sehe ich jetzt gar nicht. Export, der geht der Öl raus, ist klar. Geht der Öl raus, ne? Geht das Öl raus? Was haben wir denn hier für Zonen? Biopark, da ist nur Öl angekreuzt, okay. Hier oben haben wir nur Erz. Und der Rest ist gemischt eigentlich, ne? Ne, da ist Agrar. Also Wald. Hier ist gemischt. Okay, passt aber schon, ne? Gut. Wie sind unsere Zahlen? Kommerz ist gefragt. Insgesamt machen wir Plus. Sieht eigentlich gut aus. Eigentlich sind wir gut dran. Die Arbeiter, wir müssen einfach noch ein Viertel haben, wo Leute wohnen können, denke ich. Ist hier oben noch was?
Hier ist ja schon... Dann bauen wir doch hier einfach weiter, oder? Damit die mehr Arbeiter kriegen. Ach, hier drüben geht's ja auch. Ist nur die Frage. Warte, da fahren die ja. Nee, doch nicht. Da müssen sie nicht durchs Industriegebiet. Lass uns mal hier noch ein bisschen Kommerz hinmachen in klein. Passt schon, oder? So sieht's doch gut aus erst, oder? Hier können jetzt noch Häuser gebaut werden, was da oben auch gerade schon passiert ist. Eigentlich geht's. Kommerz ist gut. Hier die Sackgasse kriegt noch ein paar Häuser. Jetzt sollten wir irgendwo mal eine Stelle freilassen. Machen wir hier, ne? Wo Arzt und sowas noch hinkommt. Ein Arzt. Friedhof wäre auch noch ganz nett wahrscheinlich. Ah ne, der ist schon da. Dann brauchen wir noch eine Arztpraxis. Ja, die fehlt hier oben dann. Haben wir sie schon. Besser, ne? Feuerwachen sind jetzt hier zwei, aber die eine ist nach innen gekehrt. Passt schon. Okay. Ja, komm, da muss man noch eine Feuerwache hinmachen. Wie sieht's mit Kriminalität aus? Die ist hier ganz easy going, da brauchen wir noch nichts machen. Hier ist auch alles gut, oder? Ja. Hier unten gibt es auch eine Polizeiwache, also auch gut. So, Bildung. Wie sieht es hier oben mit Bildung aus? Da gibt es eine Grundschule. Dann kommt da noch eine Grundschule hin. Passt. Und eine Oberschule ist da. Hier fehlt eine Oberschule, ne? Kriegt man hier nirgendwo hin, wahrscheinlich. Okay. Müsste man in den sauren Apfel beißen und was abreißen, ne? Hier gibt es noch die Möglichkeit, was dran zu bauen, aber auch nicht wirklich. Da geht's nicht, da geht's auch nicht. Wo kommt die Straße weg von hier vorne? Achso, hier ist die. Hier wäre sie schon ganz cool, ne? Ja, dann ist das mal so, oder? Guck mal, die haben auch davon profitiert. Naja. Schule haben wir auch. Müssen wir weiter gucken dann. Buslinie, ja. Bus haben wir natürlich hier zum Beispiel noch ein ganzes Viertel. Ich glaube, Bus müssen wir nächste Runde anstoßen, dass wir da noch ein paar Linien bauen, die in irgendwelche Wohngebieten reinkommen. Hier unten wird ja wahrscheinlich doch, da ist schon. Hier ist aber noch nichts, da müssen wir auch eine Linie bauen. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!